Herzlich willkommen in Ada zum Stream, also alternatives Wirtschaften ist das Hauptthema und wir kommen hier zu einer schönen Podiumsdiskussion. Digitalisierung und Degrowth, Wege zu einem enkeltauglichen Wirtschaften. Ich übergebe daher gerne an Andrea Vetter, die hier das Podium leiten würde. Dann viel Spaß. Rückt noch ein bisschen zusammen, falls nach vorne ist noch ein bisschen viel Platz, sodass nachkommende Leute bitte vielleicht nicht durch die halbe Audimax rennen müssen. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank. Können Sie mich hören? Hinten, in der Mitte, vorne? Das ist schön. Herzlich willkommen. Vielleicht könnten Sie noch ein bisschen in die Mitte rutschen, weil erfahrungsgemäß bei solchen Großveranstaltungen Menschen sich erst später entscheiden, dazuzukommen und dann so umständlich über ihre Knie hinweg weiter reinrutschen. Das heißt, wenn jetzt Menschen das vermeiden möchten, könnten sie jetzt schon etwas weiter reinrutschen, damit die anderen Menschen dann einen Platz außen bzw. ganz innen finden können. Das ist aber nur so ein Vorschlag. Ja, Sie und ihr befinden sich hier im... Oh, wow, es hat funktioniert. Auf einem Podium, das hier vom Trägerkreis Bits und Bäume kuratiert wurde. Und das heißt, Podium heißt Digitalisierung und Degrowth, Wege zu einem enkeltauglichen Wirtschaften. Die Akustik hier oben ist sehr herausfordernd. Ich höre mich nämlich doppelt. Das nur zur Erläuterung für Sie da unten. An die Technik, das kann man aber nicht verändern wahrscheinlich, ne? Nein, gut. Ja, Ausgangspunkt dieses Podiums ist die Einsicht in die Notwendigkeit, dass wir ein anderes Wirtschaftssystem brauchen, wenn wir ein gutes Leben für alle Menschen, und zwar jetzt und auch in Zukunft, ermöglichen wollen. Und zwar ein Wirtschaftssystem, das unabhängig von Wirtschaftswachstum und Profit funktioniert. Das ist natürlich keine kleine Aufgabe und auch hier heute Nachmittag wahrscheinlich nicht restlos aufzulösen. Aber ich habe hier mit mir auf dem Podium mutige PionierInnen, die schon mal vorangehen und Projekte entwerfen, die uns helfen, einen Schritt in diese Richtung zu gehen. Und eine offene Frage, die wir uns auf diesem Podium dabei zum Beispiel stellen wollen, ist, wie viel Digitalisierung verträgt eigentlich eine solche zukünftige Degrowth- oder Postwachstumsgesellschaft? Darüber werden wir hier miteinander ins Gespräch kommen und auch welche Regeln, welche Organisationsformen sind vielleicht hilfreich, um einen Schritt in diese Richtung zu gehen. Und dafür sind mit mir hier auf dem Podium zunächst ganz links Silke Helfrich. Sie ist uninstitutionalisierte Autorin, arbeitet trotzdem bei zwei Uninstitutionen, nämlich dem Commons Institute und der Commons Strategies Group und ist möglicherweise einigen hier im Raum bekannt durch ihre zahlreichen Veröffentlichungen und Talks zum Thema Commons. Dann links neben mir sitzt Frank Karliczek. Er ist seit 20 Jahren Softwareentwickler in verschiedenen Open-Source-Projekten und er ist möglicherweise auch vielen Menschen, die hier im Raum sind, schon bekannt über das Produkt, das er seit 2016 mitentwickelt, Nextcloud, und dessen Ideen er auch auf vielen Talks und Vorträgen vorstellt, in universitären Kontexten und auch außeruniversitären, sprich zum Thema Open Source und generell auch Privatsphäre, anderen Themen der Digitalisierung. Und ganz rechts begrüße ich Tim Wille. Er ist freiberuflicher Ingenieur und ist Vorstandsmitglied und Projektingenieur bei Open Source Ecology Germany. Lehrt auch an verschiedenen Hochschulen, ist Redner und Berater in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Technologieentwicklung und Dokumentation von Open Source Lösungen. Und was jetzt im Einzelnen die aktuellen Projekte der beteiligten RednerInnen sind, werden sie euch hoffentlich gleich vorstellen. Vielleicht an dieser Stelle erstmal einen kleinen Applaus, dass sie zu uns gekommen sind. Das finde ich nämlich großartig.
Ja, ihr arbeitet an verschiedenen Stellen in Projekten, die einen Schritt auf dem Weg hin zu einem anderen Wirtschaften gehen. Und ich würde euch einfach bitten, zum Einstieg kurz aus eurem Projekt zu erzählen. Was ist das Besondere dran? Was macht ihr da? Wie unterstützen digitale Werkzeuge oder auch andere Werkzeuge alternatives Wirtschaften bei dem, was ihr tut? Frank, vielleicht möchtest du beginnen. Danke. Erstmal vielen Dank für die Einladung hier. Ich finde das eine ganz außergewöhnliche und spannende, einzigartige Konferenz. Hat mir bisher sehr gefallen. Und ich glaube, es gibt auch verschiedene Anknüpfungspunkte, warum Nextcloud in den Rahmen hier passt. Einmal ist Nextcloud ja eine Software, die einen vergleichbaren Funktionsumfang hat mit Google Apps und Office 365 und Dropbox und anderer Software, aber mit einigen wichtigen Unterschieden. Das erste ist, dass man es selbst hosten kann, also bei sich daheim oder im Unternehmen. Das heißt, man ist nicht mehr darauf angewiesen, seine Daten in diese großen zentralen Datentöpfe der großen Konzerne zu geben, sondern man kann es dezentral halten. Und der zweite Aspekt ist natürlich Open Source und freie Software. Das heißt, es ist ein Projekt, was von einer weltweiten Community entwickelt wird und was von daher automatisch nachhaltig ist, weil es ein Gemeingut dann darstellt. Danke. Tim, magst du kurz weitermachen? Gerne. Ja, wir verwenden Nextcloud, von daher kann ich direkt anknüpfen. Open Source Ecology beschäftigt sich mit der offenen Entwicklung von Technologien, die wir dringend brauchen für die Zukunft und das, was im Alltag im Prinzip Closed Source passiert, also das heißt, die Technologien werden in einzelnen Unternehmen entwickelt, patentiert und geschützt, sodass das Wissen erstmal nicht verfügbar ist. Das entwickeln wir öffentlich verfügbar, das heißt, wir teilen unser Wissen, unsere Blueprints, unsere Entwicklungen online und versuchen dabei aber auch gleichzeitig so ein Netzwerk und eine Art Plattform, Tool, Unterstützung zu liefern für die Leute, die das auch machen wollen und verbinden das Ganze mit nachhaltigen Grundwerten. Der Gedanke der Commons steht dann natürlich dann so ein bisschen dahinter, das heißt, unser Anliegen ist, dass wir so ein bisschen dieses Motto, we're standing on the shoulders of giants, ne, also dass unser Wissen auf denen von vorhergehenden Generationen basiert, im Prinzip aufgegriffen wird und wir Wissen wieder frei verfügbar machen. Ich persönlich arbeite seit 2013 mit Open Source Ecology, das ist eine weltweite Bewegung, aber wir konzentrieren uns erstmal hier auf den deutschen, auf die deutsche Region oder deutschsprachige Region und dabei kommen natürlich diverse Projekte ins Spiel, also von Energietechnik bis hin zu verschiedenen Speichertechniken insgesamt oder aber auch ganz allgemeine. Ich glaube, das Verrückteste, was wir mal in unserem Netzwerk hatten, war irgendwie ein automatischer Melkroboter, sowas kommt eher selten vor, aber auch das passiert, ist vielleicht auch durchaus, sind also auch durchaus Dinge dabei, worüber man reden kann, wo das hinführen kann. Wir haben also ständig auch eine Diskussion über Werte, eine ganz zentrale Rolle spielt das bei uns, also wie wir sozusagen, unter welchen Bedingungen wir Technologie entwickeln, also dass wir Materialien verwenden, die modular nutzbar sind, die recycelbar sind, wir reden viel über Kreislaufwirtschaft, wie wir das eben auch technisch umsetzen können und öffnen diesen Prozess. So, das ist so ein bisschen das Bild, was hinter Open Source Ecology steht, da gibt es sicher noch mehr Projekte, die ich erwähnen könnte, man findet das auch alles auf unserer Webseite. An sich beschäftigen wir uns also damit, wie kann Technologieentwicklung in Zukunft aussehen, wie können wir auch die Industrie von der Digitalisierung, wie sie halt immer sozusagen bezeichnet wird, auch ein bisschen anders aufstellen, also nicht nur um Automatisierung geht es und nicht nur um künstliche Intelligenz oder ähnliche Dinge, sondern es geht auch darum, dezentral Technologie zu entwickeln und nicht immer das Rad neu zu erfinden, sondern das vorhandene Wissen gemeinsam zu nutzen und damit die besten Lösungen, die wir irgendwie erreichen können, umzusetzen. Und ja, das hat sich Open Source Ecology so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Dabei gleichzeitig auch soziale und ökologische Aspekte zu beachten, ist durchaus eine Herausforderung. Wir haben sehr viel Zulauf gekriegt in den letzten Jahren und vor allen Dingen jetzt auch, seit wir den Verein haben, 2016 gegründet, sehr, sehr viel Diskussion auch in der Industrie, auch mit Partnern aus diversen Organisationen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir sozusagen mit Open Source Ecology ansetzen. Ja, vielleicht das erstmal so als kleinen Input. Vielleicht magst du noch ein Projekt uns erzählen, was geneigte Zuhörerinnen nachbauen könnten, was man auf eurer Website findet, jenseits des Melkroboters, ja, natürlich. Was dich begeistert hat, in aller Kürze? Okay, ja, das mit dem Melkroboter, ob mich das begeistert hat, kommentiere ich jetzt gerade nicht, aber generell die Idee von Open Source sicher greift zum Beispiel bei der LibreSolarBox extrem, also die LibreSolarBox ist eines der relativ weit entwickelten Projekte
von uns in Deutschland. In Amerika zum Beispiel gibt es auch Traktoren und ähnliche Dinge, also es gibt mehrere Dinge im Netzwerk. Diese Solarbox ist eigentlich nur die kleinste Einheit, die wir erstellen wollten, um zu zeigen, man kann Geräte mit Solarenergie betreiben, man kann die Energie speichern, man kann aber auch das Herzstück, also das Battery Management System, auch programmieren selber. Man kann also verschiedene Speicherlösungen verwenden und vor allen Dingen dezentral aufstellen. Ja, und das sozusagen als Beispiel dafür, wie sieht dezentrale Energieversorgung aus im Kleinen, das kann man natürlich auch skalieren. Danke. Ja, Silke. Mein Projekt, ich habe ja nicht in diesem Sinne ein Projekt, insofern bin ich im Nachteil, ich bin im doppelten Nachteil, weil ich echt nicht verstehen kann, was Tim gerade gesagt hat, so schlecht ist die Akustik hier, insofern haben Sie mir da auch was voraus im Publikum. Mein Projekt fängt vielleicht 2004 an, da haben wir eingeladen in Mexiko zu einer Konferenz, Bäuerinnen und Bauern aus Mexiko, vielen Ländern Lateinamerikas, aus der Wasserbewegung, aber auch aus der Szene, die sich um die Manipulation von humangenetischen Ressourcen kümmert. Und dann hat jemand gesagt, ihr müsst die Leute von der freien Software dazu holen. Und dann haben wir das gemacht und es war irgendwie etwas mysteriös, was diese freien Software-Leute auf dieser Konferenz suchen. Und nachdem sie sich eine Weile, es war Beatriz Busanich, eine Aktivistin, ziemlich bekannte Aktivistin aus Argentinien, und nachdem sie sich 2 Tage lang angehört hat, was eigentlich die Probleme sind auf dem Land, mit dem Wasser, mit der Biodiversität und mit der Frage, was eigentlich mit unserem genetischen Code passiert, ist sie auf die Bühne gegangen, hat ihren Computer aufgeklappt und da stand eine Frage drauf. Für wen arbeitet ihr Computer? Und ich muss sagen, das hat mich ziemlich geflasht, zu begreifen sozusagen, dass das, was wir beobachtet haben in der Umweltbewegung, in den Kämpfen ums Wasser, das, was wir Erosion nennen können, oder der Prozess, der mit zur Erosion führt, Einhegungen, die sogenannten Enclosures, dass genau dieser selbe Prozess sozusagen im Kampf um Wissen und Zugang zu Information stattfindet. Und da stellt sich für mich nicht so sehr die Frage, sozusagen, wie können wir das Problem analysieren, sondern eher die Frage, wie können wir das Problem beschreiben und wie können wir das lösen. Und deswegen würde ich mein Projekt vielleicht so beschreiben, ich glaube, ich habe diesen Satz von David Graeber und wo er ihn her hat, weiß ich nicht. David Graeber hat mal gesagt, jeden Tag stehen wir auf und machen Kapitalismus. Warum machen wir nicht mal was anderes? Und meine Frage ist nicht so sehr, warum machen wir nicht mal was anderes, sondern wie machen wir was anderes? Oder anders gefragt, warum spielen wir immer Monopoly und nicht Commons Poly? Für die Kamera. Und damit bin ich im Grunde seit 12, 13 Jahren beschäftigt, zu überlegen, wie geht das dann? Gibt es sowas wie Grundmuster? Und es ist ganz schön, das zu benennen, weil die Programmierer und Programmiererinnen, die kennen das. An den Universitäten wird nämlich das Programmieren in einer Musterlogik gelehrt. Es gibt also sozusagen Dinge, Handlungsweisen, Handlungslogiken, die uns alle miteinander verbinden. Sowohl die Leute, die ihr Saatgut teilen seit 5000 Jahren, als auch die Leute, die erst seit noch nicht mal 50 Jahren ihre Software teilen. Doch seit 50 Jahren inzwischen schon, die ihre Software teilen. Und die Frage, wie wir sozusagen diese gemeinsamen Muster unserer gemeinsamen Kämpfe erkennen können, um uns miteinander zu verbinden, dafür eine Sprache zu finden, das zu übersetzen, sodass es wirklich alle verstehen können, das ist mein Projekt. Danke. Und jetzt hast du ja doch ein ganz handgreifliches Projekt noch mitgebracht, mit diesem schönen Spiel. Ich beschäftige mich ja auch schon seit vielen Jahren mit großer Bewunderung mit verschiedenen Projekten, die neue Wege versuchen zu gehen, und frage mich aber trotzdem immer wieder, wie stellen wir eigentlich sicher, dass solche Projekte, die es versuchen, anders zu machen, zu einem Teil der Lösung werden und nicht Teil des Problems bleiben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also wie können wir grundsätzlich genug werden, damit wir wirklich sagen können, das, was wir jetzt hier mit einer alternativen Organisierungsweise, mit einem eigenen Hosting, mit einem Melkroboter, den wir selber designt haben,
Ich finde das ja super. Wie können wir damit das wirklich so ausgestalten, dass es ein Schritt hin ist zu einer Gesellschaft, die nicht am Wachstum orientiert ist, die nicht am Profit orientiert ist? Oder ist das vielleicht nur eine Nischenlösung, die sozusagen so einen weiteren Profitzyklus in Gang setzt? Da würde ich mich gerne mit euch darüber unterhalten. Das ist eine schwierige Frage, das weiß ich. Und frage mich, wer von euch Lust hat, darauf zuerst zu antworten. Ich kann anfangen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige, zentrale Frage. Wenn man Veränderungen herbeiführen möchte, kann man das natürlich nicht im luftleeren Raum machen, sondern man muss natürlich ein Stück weit die jetzige Art, wie Dinge funktionieren, akzeptieren und an gezielten einzelnen Punkten verändern. Man kann natürlich nicht die ganze Welt auf einmal reformieren, sondern man muss natürlich ein Stück weit immer das Spiel spielen, was gespielt wird, also Monopoly, weiß nicht, und aber in einzelnen Bereichen zu sagen, okay, hier möchte ich jetzt tatsächlich was Neues machen, aber hier die richtige Balance zu finden, die richtige strategische Entscheidung zu treffen, ist natürlich sehr schwierig. Ich kann mal ein kleines Beispiel aus meiner Vergangenheit mal bringen, und zwar es gibt ja zur Nextcloud gibt es ein Vorgängerprojekt, was ich auch gegründet habe, und da habe ich vor einigen Jahren den Entschluss gefasst, ein Fehler, wie ich jetzt weiß, Entschluss gefasst, man könnte diese Idee einer Open Source, selbst gehosteten, freien Cloud-Lösung vielleicht schneller voranbringen, wenn man jetzt als klassisches Startup strukturiert. Und ich bin damals mit dieser Unternehmen, was ich dann damit gegründet habe, wir sind in die USA gegangen, wir haben amerikanisches Venture Capital eingesammelt, um diese Idee voranzutreiben. Und das hat natürlich tatsächlich bestimmte Dinge beschleunigt. Wir könnten dann tatsächlich Dinge schneller machen, mehr Personal einstellen, wachsen, Marketing machen, alle möglichen Dinge. Aber letztendlich war dann, glaube ich, der Kompromiss jetzt speziell in diesem Beispiel dann zu groß, weil das Projekt dann unter die Räder geraten ist von den entsprechenden der entsprechenden Strukturen, die dann eben entstehen, wenn man sich in das amerikanische VC Moloch, Haifischbecken begibt. Das finde ich total spannend. Kannst du vielleicht noch mal genauer sagen, was unter die Räder geraten für dich bedeutet? Unter die Räder geraten, dass letztendlich die Idee, also ein Open Source, ein Community-Projekt zu bauen, wo die ganze Welt mitarbeitet, was idealistisch vorangetrieben wird, was komplett unter freien Software steht, was wirklich sich an dem Nutzen der Menschen orientiert, das sind einige Dinge, die konnten dann nicht mehr umgesetzt werden, weil es dann eben dann die großen, starken finanziellen Interessen gibt, die dann einfach da sind, wenn man mal Millionen an Investment eingesammelt hat. Deswegen konnte sozusagen das Ganze dann nicht mehr, also die Kompromisse waren zu groß, das war ein Fehler, sodass wir einen Neustart machen mussten mit Nextcloud, wo wir einfach jetzt aus der Vergangenheit gelernt haben und jetzt Dinge anders machen. Also Nextcloud ist ein Unternehmen, was jetzt keines externes Investment mehr hat, was sozusagen nicht mehr abhängig ist davon, dass irgendein Investor jetzt einen Gewinn erzielen möchte, sondern es ist einfach eine ganz normale, langweilige GmbH, die das Geld ausgibt, was es auch einnimmt und nicht mehr. Und ja, das ist zum Beispiel so eine Entscheidung, die ich jetzt inzwischen anders machen würde oder auch gemacht habe. Da kann ich gut anknüpfen, genau. Commons, das ist ja so eine Idee und ihr bezieht euch ja auch alle darauf in der einen oder anderen Weise, spätestens wenn es darum geht, Lizenzen zu nutzen, die aus der Creative Commons-Ecke kommen oder GPL oder so. Aber Commons sozusagen als eine größere, eine übergreifende Idee, ist ja irgendwie was das Problem, was du gerade ansprichst, aufgreift und sagt,
Wir brauchen, wenn wir das in die Welt bringen wollen, mehr Unabhängigkeit, strukturelle Unabhängigkeit von Markt und Staat. Und das bedeutet, das auf der ganzen Ebene zu durchdenken. Das heißt, in der Frage, wie finanziere ich etwas, wie organisiere ich etwas, wie wird die Entscheidungsfindung in meinem Projekt organisiert und so weiter. In all diesen Fragen werden Konflikte gelöst. Worauf beziehe ich mich da? In all diesen Fragen müssen wir es schaffen, wie ich das nenne, sozusagen die Logik des Commoning umzusetzen, hineinzuholen. Uns eben nicht darauf verlassen, dass wir das erstens über Geld oder über externe Autoritäten regeln können. Und diese Grundideen in Worte zu fassen, bedeutet für mich, dass ein Größerwerden von unserer Bewegung voraussetzt, dass wir zunächst mal verstehen, was uns auf einer ganz, ganz tiefen Ebene verbindet. Also nicht so dieses, ja, wir wollen alle solidarisch sein und wir wollen alle die Menschenrechte achten und wir teilen irgendwie alle die gemeinsamen Werte, weil ich zunächst erst mal daran zweifle, dass man das voraussetzen kann und dass das so ist. Ja, aber ob wir uns darüber einigen können, beispielsweise, dass auf der Welt so ziemlich alles mit allem zusammenhängt. Und dass mein Wohlergehen von deinem Wohlergehen abhängig ist. Und dass, was ich tue, auf etwas anderes, nicht nur auf die Natur, auch auf die anderen zurückwirkt. Und wenn wir das tun, uns dann die Frage zu stellen, okay, wie beschreiben wir das? Denn für mich ist auch klar, wir können das andere, was ihr schon macht, das können wir ganz schlecht in der Sprache des Kapitalismus beschreiben. Ja, also immer wenn ich diese ganzen Start-ups von nachhaltigen Geschäftsmodellen reden höre, da denke ich, hier ist irgendwie etwas ganz grundsätzlich schiefgegangen. Ja, sowohl der Begriff der Nachhaltigkeit wurde schon in die Tonne getreten, als auch die Idee, ich muss zunächst mal ein Geschäftsmodell bauen, statt mir zu überlegen, wie ich all diese Beziehungen so gestalte, dass ich wiederhole, möglichst unabhängig von Markt und Staat bin. Und wenn wir das gemacht haben, sozusagen so eine Sprache zu finden, ja, dann können wir benennen, was sozusagen die richtige Handlungslogik ist. Und dann brauchen wir es eigentlich nur noch zu tun. Da möchte ich nochmal Professor Hilty zitieren, der heute früh was ganz Schönes gesagt hat. Der hat gesagt, jetzt muss man sich doch mal vergegenwärtigen, dass wir so weit sind, dass die Software so programmiert wird, dass sie uns zwingt, Hardware nachzukaufen, die wir eigentlich noch benutzen können. Und da denke ich mir, wenn diesen einfachen Gedanken jeder Institutsleiter eines Öko-Instituts, einer grün angehauchten Stiftung, eines Forschungsinstituts, das sich Nachhaltigkeit auf die Fahne schreibt, wenn dieser Gedanke verinnerlicht würde, würde das bedeuten, dass klar ist, keiner dieser Institutionen kann noch Microsoft oder andere proprietäre Software verwenden. Es gibt nämlich keine strukturelle Unabhängigkeit und es gibt auch keine digitale Suffizienz, wie wir heute früh gehört haben, mit proprietärer Software. Und das sind diese ganz einfachen Dinge sozusagen, die wir uns klar machen müssen, für die wir eine Sprache finden müssen. Und wenn wir das dann haben, dann brauchen wir es eigentlich nur noch tun. Darf ich ganz kurz einhaken, weil das finde ich super, super interessant, was du gesagt hast. Aber ganz kurz. Und ganz kurz, ja. Man muss, glaube ich, auch die Strukturen hinterfragen und, sorry für das Buzzword, disrupten ein Stück weit. Kannst du das auf Deutsch nochmal? Nee, keine Ahnung, was heißt das auf Deutsch? Aufbrechen oder so? Ja, einfach hinterfragen und auch Dinge einfach mal aufbrechen und anders machen. Frage, die oft an mich kommt bezüglich Nextcloud ist, naja, ihr seid jetzt irgendwie so eine kleine Firma, irgendwie 40 Leute und ihr wollt tatsächlich hier mit Microsoft und Google und Dropbox konkurrieren. Ne? Nach den klassischen kapitalistischen Regeln ist es natürlich unmöglich. Wir haben kein Geld, wir haben keine Leute, niemand kennt uns, wir haben keine Chance. So, in der Realität ist es natürlich, kann man aber auch Dinge anders denken. Dadurch, dass es Open Source und Free Software ist bei uns, haben wir eine Community von 1800 Leuten, die mitarbeiten. Also unserer letzten Version haben 1800 Leute aus der ganzen Welt mitgearbeitet. Die werden gar nicht bezahlt von uns. Die machen das, es gibt andere Motivationen, intrinsische Motivationen, um da mitzumachen. Und das sind Dinge, das ist natürlich so im kapitalistischen System gar nicht vorgesehen, wie die arbeiten umsonst, die finden das Produkt gut. Und dann kann man Dinge ändern. Und jetzt bin ich auch schon fertig. Danke. Ich würde gerne die Frage, Tim, an dich nochmal ein Stück weit intensivieren. Unter welchen Bedingungen sind bestimmte Werkzeuge eigentlich Teil der Lösung und nicht Teil des Problems?
Und zwar, glaube ich, sind wir uns hier oben relativ schnell einig, dass wir sagen, alle Institutionen müssen weg von der proprietären Software. Finde ich super. Findet ihr auch, oder? Kommt jetzt mal hier ein bisschen Action. Das machen die alle schon. Aber dann bleibt ja noch das Problem der Hardware. Weil auch wenn wir unsere Open-Source-Software und unsere guten, freien Lösungen, gemeinschaftlich produzierten Lösungen auf Computern betreiben, dann kommen diese Computer irgendwo her. Die wurden in irgendeiner Fabrik hergestellt. Die ganzen Teile, die in dem Computer drinstecken, die Rohstoffe, die wurden unter sehr viel Aufwand und Arbeit aus der Erde geholt. Und da diese ganzen Prozesse funktionieren meistens unter Missachtung von menschenrechtlichen und auch ökologischen Punkten. Und das, finde ich, ist schon ein Problem, aus dem wir nicht so einfach rauskommen. Und ich würde dich mal fragen, Tim, wie ihr da bei Open Source Ecology zum Thema Open Source Hardware eben versucht, Dinge anders zu denken, um vielleicht auch hardware-kommunischer zu denken. Ja, also die Punkte, die ihr genannt hattet, ne, mit der Software, die gelten ganz genauso für die Hardware auch. Ne? Also Wissen frei verfügbar machen. Ich habe vor 2 Jahren oder so für mich mal selbst so gesteckt, dass ich freien Zugang zu Wissen als Grundrecht, als Menschenrecht vielleicht etablieren würde gerne. Das wäre so ein Herzenswunsch und ich würde sagen, dass viele in der Open Source Community oder auch in der Open Source Ecology Community diesen Gedanken teilen. Ja, also und mit Wissen heißt zunächst erstmal die Baupläne im Fall der Hardware, ne, oder auch den Code für die Software. Dann auch bei Hardware kommt natürlich Software zum Einsatz und so weiter. Nichtsdestotrotz knüpft das natürlich so ein bisschen jetzt an die Frage, okay, wenn wir die Hardware irgendwann bauen wollen, also nicht nur entwickeln und frei teilen, sondern irgendwann bauen, müssen wir Ressourcen in die Hand nehmen, Zeit investieren, Maschinen haben und so weiter. Ne? Open Source Ecology hat ja ursprünglich nicht das Ziel gehabt, einfach nur alle Technologie, die wir haben, irgendwie Open Source zu machen, sondern es ging in allererster Linie darum, die 50 wichtigsten Industriemaschinen zu designen. Ja, also die, die wir brauchen, um eine Ökonomie oder eine ja, im Prinzip eine Gesellschaft mit der modernen Technik, die wir haben, irgendwie aufrechtzuerhalten. Das kann da losgehen, aber es kann natürlich auch viel kleinteiliger aussehen. So, und wie wir das jetzt lösen, ich glaube, Open Source Hardware oder überhaupt Open Source als Ansatz ist überhaupt die einzige Möglichkeit, wie wir zum Beispiel eine Kreislaufwirtschaft gestalten können. Ja, wenn wir reden ja oft von Kreisläufen oder auch das Modell von Cradle to Cradle und so weiter, das sind super Ansätze. Die Frage ist, wenn wir das Handy aus China beziehen, mal ganz abgesehen von den sozialen Bedingungen sowieso schon zu thematisieren, das ist schon nicht transparent, aber dann das Handy irgendwie wieder dahin zurückzuschicken, damit es den Kreislauf schließt, ist nicht zielführend. Zielführend wäre, wenn wir wüssten, was steckt in dem Handy drin, kann das Handy vielleicht modernisiert werden, kann es repariert werden und so weiter. Die ganzen Dinge sozusagen sind erst dann möglich, wenn klar ist, wie das Handy aufgebaut ist. Und das schaffen wir mit Open Source. Also eine Grundlage zu schaffen, damit Kreisläufe nicht nur als Kreislauf existieren, sondern als Netzwerke. Und diese Grundlage bildet eben das Open Source allgemein. Das muss man nicht auf die Hardware oder Software alleine beziehen. Das geht generell um den freien Zugang zu den Herstellungen, zu den Dingen, zu der Kreation sozusagen, die wir da in die Welt setzen. Ich möchte nochmal bei beiden anknüpfen. Ich glaube, worüber wir hier reden, ist tatsächlich, also man würde sozusagen in der marxistischen Sprechweise von einer anderen Produktionsweise sprechen, ja? Von einer anderen politischen Ökonomie, von einer anderen Art zu produzieren und die Dinge zu verteilen, die wir zum Leben brauchen. Und dafür gibt es ganz unterschiedliche Begriffe. Also wenn wir uns zum Beispiel darüber einig sind, dass wir 2 verschiedene Gruppen von Dingen haben auf der Welt, der materiellen oder immateriellen Sachen, die wir sozusagen brauchen, wenn wir irgendetwas herstellen, beispielsweise das Wasser, wenn ich das austrinke, dann können Sie es nicht mehr trinken, aber wenn wir hier oben reden und Informationen teilen, dann haben wir sie immer noch, die kann man mir nicht wegnehmen. Ich sage also immer ganz gern, es gibt Dinge, die weniger werden, wenn wir sie teilen, zum Beispiel den Apfel, den Kuchen und das Wasser, und es gibt Dinge, die mehr werden, wenn wir sie teilen, zum Beispiel Ideen und der Code. Und wenn wir uns über so ganz grundlegende Dinge einig werden, dass wenn es Dinge gibt, die weniger werden, wenn wir sie teilen, dass wir irgendwie sowas wie eine Obergrenze brauchen. Sowas wie ein Cap, würde man in der politischen Sprache sagen. Darf ich da mal kurz einhaken? Ja. Mit einer fiesen Frage. Du meintest ja vorher jenseits von Markt und Staat. Ja. Und
Woher kommt der Cap? Woher kommt der Cap, kann ich gleich sagen. Ich möchte schnell die Idee noch zu Ende bringen. Während das bei den Sachen, die mehr werden, wenn wir sie teilen, völlig sinnlos ist, einen Cap einzuführen, weil wir dann alle am meisten davon haben, wenn wir sie frei miteinander teilen. So. Und dann zu sagen, es bedeutet, dass diese Regeln sozusagen nicht extern bestimmt werden können, sondern von allen denen, die es angeht, ausgehend. Und zwar in einem Kontext, wo nicht diese Logik, und damit möchte ich bei dir anknüpfen, wie können wir gegen die anderen konkurrieren, regiert. Also die Frage, wie wollt ihr eigentlich gegen Google konkurrenzfähig werden, die würde ich allen Ernstes zurückweisen und sagen, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir uns selbst so stabil aufstellen, dass wir sozusagen das, womit wir den Kapitalismus füttern, nämlich uns selbst, dem Kapitalismus entziehen. Wer nämlich Nextcloud benutzt, braucht die Apps von Google nicht mehr, sozusagen. Und darum geht es, uns selbst so stark, so attraktiv zu machen und so miteinander zu vernetzen, dass es immer mehr attraktive Möglichkeiten gibt, früh aufzustehen und etwas anderes zu tun, als den Kapitalismus zu reproduzieren. Vielleicht nochmal direkt da angeknüpft, also ich hatte einen Aspekt noch gar nicht genannt, und zwar geht es natürlich auch darum, wenn wir von Ressourcen, also den Dingen, die wir tatsächlich verbrauchen, reden, ne, ist auch die Frage, ob es wirklich zielführend ist, was heute passiert. Es geht darum, dass derjenige, der schneller zur Innovation kommt, der irgendwie vielleicht sich besser vermarktet und so weiter, dass der dann gewinnt. Ne? Und währenddessen rennen alle das gleichere Spiel mit und entwickeln auch Technologien, verbrauchen auch Ressourcen und versuchen ihrerseits irgendwie die Lösung zu erarbeiten. Und dabei verbrennt man unglaublich viel Ressourcen, unglaublich viel Energie, die eigentlich vollkommen unsinnig ist, weil am Ende wollen wir eine gute Lösung haben. Ne? Also es zählt eigentlich nicht die Konkurrenz, es zählt eigentlich, dass wir uns mit dem versorgen, was wir brauchen. Ja, und das so zu gestalten, dass wir nicht doppelte Arbeit machen, es sei denn, es dient vielleicht der Iteration, ja, also um Dinge besser zu machen, das ist eigentlich auch ein Vorteil von Open-Source-Hardware-Entwicklung. Ne? Also wenn wir sozusagen die Dinge so teilen, man muss sie natürlich verfügbar machen, klar, also nicht nur einfach, ja, das steht da irgendwie im Internet, sondern man muss auch publizieren, man muss darauf aufmerksam machen, man muss vernetzen, das machen wir ja mit Open-Source-Ecology auch. Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist eben auch, die ganzen Akteure zu finden und zusammenzubringen, aber das genau beflügelt natürlich auch noch dieses Denken von, okay, ich habe hier Lösungen, auf die kann ich zurückgreifen, was fehlt? Und nicht, oh, ich würde jetzt gerne diese Lösung haben, okay, dann gehe ich einfach selber los und versuche das irgendwie auf meine eigene Faust und versuche mich zu vermarkten und den anderen erzähle ich bloß nichts davon. Es führt jedenfalls nicht dazu, dass wir die besten Produkte, da wäre dann auch das Stichwort geplante Obsoleszenz und so weiter, sicher zu fällen, weil das natürlich eines der Begriffe ist, die immer wieder auftreten, wenn man versucht, etwas so zu designen, dass man am Ende es gut vermarkten kann, aber nicht unbedingt, dass jeder andere es nachbauen kann. Ne? Bei der Technologie, die halt modular gestaltet ist, die austauschbar gestaltet ist, müssen wir natürlich auch über ganz andere Businessmodelle und so weiter nachdenken. Klar, also die Frage, wenn wir irgendwie, ne, das hast du erwähnt, wenn wir irgendwie innerhalb der Strukturen arbeiten wollen und etwas umstrukturieren wollen, reicht es nicht, einfach nur alles anders zu machen, sondern wir müssen ja auch trotzdem weiterhin bestehen bleiben. So, und deswegen kann man daran anknüpfen und sagen, okay, wir geben alles Wissen frei und teilen unser Know-how, wir entwickeln gemeinsam, aber wir können nicht mehr nur sagen, okay, wir stellen jetzt nur noch ein Produkt her, das verkaufen wir irgendwie, keiner kann anders, anderes kann das nachbauen, sondern wir müssen uns viel pluraler aufstellen, um bestehen zu können. Ich hatte doch gerade diese Idee ins Spiel gebracht, mal aufzuhören, sozusagen in der Sprache des Kapitalismus zu reden. Und ich finde, das kann man sehr konkret machen. Ja? Also wenn wir uns überlegen, okay, wir stellen etwas her, um es verkaufen zu können, was tun wir dann eigentlich? Dann stellen wir eine Ware her. Und wenn wir quasi als Open-Source-Community so denken, dass wir Waren produzieren, die wir dann auf dem Markt verkaufen wollen, dann denken wir wie im Kapitalismus, dann denken wir eigentlich das Gleiche. Und wenn wir das Gleiche denken, dann tun wir auch das Gleiche. Und sich jetzt zu überlegen, wie geht denn das eigentlich anders? Da kann man sich Inspiration holen von den Communities, wie es so schön heißt auf Neudeutsch, die das anders machen. Und da sind wir auf dem Acker. Ja, mein Motto hier auf der Konferenz ist ja, alle Hacker auf den Acker. Und auf dem Acker kann man nämlich zum Beispiel lernen von der sogenannten solidarischen Landwirtschaft, die sich schön langsam, nachhaltig sozusagen ausbreitet und wächst, dass die das folgendermaßen machen. Die produzieren nämlich gar keine Waren mehr,
sondern die sagen am Anfang des Wirtschaftsjahres, sagen die Bäuerinnen und Bauer und die Gärtnerinnen und Gärtner, die sie angestellt haben, was sie für das nächste Wirtschaftsjahr brauchen. Und damit wird sozusagen ein Budget erstellt, dieses Budget wird allen bekannt gegeben, dann fängt eine Bieterrunde an. Ich will hier nicht ins Detail gehen, wie das geht, weil mir geht es eigentlich nur um das Grundmuster. Und das Grundmuster ist, am Anfang wird das notwendige Geld zusammengetragen, das ermöglicht, für das Wirtschaftsjahr zu produzieren. Und was dann produziert wird, wird geteilt. Und das, was dann geteilt wird, ist keine Ware mehr, die für einen bestimmten Preis über irgendeinen ominösen Ladentisch geht, sondern es ist der Ernteanteil. Es gibt keinen Preis mehr, es gibt keine Ware mehr, es gibt kein Produkt mehr in diesem Sinne, das ist alles verschwunden. Und das einfache Muster ist das Produktionsrisiko teilen. Und je mehr wir es schaffen, das Produktionsrisiko zu teilen, ich habe Crowd-Invest-Kampagnen gesehen im letzten Jahr, da sammeln die binnen 6 Wochen 1 Million für einen Ökobauernhof ein. Wir sollten das überhaupt nicht kleinreden, sondern wir sollten das stärken. Denn das Produktionsrisiko zu teilen vor der Produktion befreit uns davon, Waren produzieren zu müssen und sie dann verkaufen zu müssen. Und das macht uns wirklich unabhängig und das verändert die gesamte politische Ökonomie. Wenn wir das machen, ändert das den ganzen Rest. Aber bräuchten wir dafür nicht zum Beispiel im Bereich Open Source auch ganz andere Lizenzen? Also Lizenzen, die es nicht ermöglichen, das, was dabei rauskommt, was dabei entsteht, dann wieder für eine Profitlogik zu verwerten? Also ist das Problem sozusagen, ne, die Open Source Lizenz stellt es ja jedem frei und das ist auch die Grundidee dieser Lizenz, die ja eigentlich eine Innovationsbeschleunigungsidee ist, dass eben andere Firmen, andere Menschen, die damit weiterarbeiten wollen, das auch zu kommerziellen Zwecken benutzen können. Wäre also ein Ausweg daraus, eine Lizenz zu bauen, und diese Versuche gibt es ja durchaus, die eben nur eine Nutzung in einem genossenschaftlichen Kontext zum Beispiel erlaubt. Also Open-Source-Lizenzen, das ist ein komplexes Thema, da könnte man jetzt Stunden drüber reden und außerdem ist es auch so, dass wahrscheinlich jeder Satz, den ich jetzt sage, von Experten dann sofort kritisiert und zerpflückt wird, weil das wirklich sehr komplex ist. Aber es ist ja so, in der Open-Source-Free-Software-Philosophie, dass es sich eigentlich nicht so sehr gegen Kommerzialisierung richtet, sondern gegen proprietären Code. Das bedeutet, es ist eigentlich die Ideologie der freien Software hat niemand ein Problem mit Geld verdienen. Es gibt Unternehmen, wir verdienen auch Geld, weil wir müssen auch Gehälter bezahlen, da muss man halt Geld verdienen. Sondern es gibt ein Problem damit, dann diesen Code proprietär zu machen. Wenn man es auf Wissen übertragen würde, könnte man sagen, Wissen soll frei verfügbar sein, so wie Daten, Creative Commons auf der Wikipedia ist frei verfügbar, aber man untersagt den Leuten nicht, das Wissen kommerziell zu verwenden, sondern das ist ausdrücklich erlaubt und vielleicht sogar gewünscht. Und das ist bei Open Source auch so. Eine Open Source Lizenz, die sagen würde, du kannst diese Software verwenden, aber du darfst kein Geld damit verdienen, das ist nicht in einem kommerziellen Umfeld einsetzen ist, gibt es wahrscheinlich irgendwo, aber ist extrem ungewöhnlich. Ich weiß auch nicht, ob es so gut funktionieren würde. Ja, bei Hardware ist es noch strenger, ne? Also ich meine, wenn man Hardware produziert, dann braucht man eine ganze Menge Materialien und da fließt auf jeden Fall Geld. Das heißt zum Beispiel so eine NC-Lizenz, also Non-Commercial. Geht nicht? Okay. Naja, also eine Non-Commercial-Lizenz ist dann problematisch, ne, zum Beispiel. Ja, also, weil wir einfach Gelder auch fließen oder für Lehrmaterialien, wenn der Dozent bezahlt wird und so weiter, das dann schon auszuschließen, dass die Diskussion, die lebt auf. Ich würde auch sagen, die ist auf keinen Fall zu Ende. Also sicher wird es auch irgendwann, es gibt ja Modelle tatsächlich so eine Art, so eine nicht Copyleft, sondern Fairleft oder so ähnliche Lizenzen, gibt es den Gedanken halt zu haben. Bis dahin würde ich sagen, ist die Copyleft-Lizenz zumindest, was den Hardware-Bereich angeht, auf jeden Fall eine super Sache, weil das bedeutet, dass die Hardware-Entwicklung, die einmal rausgegangen ist, auch Verbesserungen wieder zurückführt. Ne? Also das ist bei Hardware essentiell, weil genau daher entsteht der Mehrwert in der Community. Ne? Dass das auch in irgendeiner Form definiert werden muss, wie sozusagen, was muss dann veröffentlicht werden und
zum Beispiel auch, wie schnell, ja, also wenn ich ein Projekt anfange, ein Hardware-Projekt, dann hat das meistens einen relativ langen Zyklus. Das ist vielleicht nicht für beim Software-Bereich, wo es schnell auch mal Ergebnisse produziert werden. Was meinst du mit relativ lang, also in Monaten oder Jahren? Also schon auch durch, also kommt natürlich auf das Projekt an. Ne? Also wenn ich eine Windturbine designe, kann ich sicher sein, dass das ein paar Jahre dauern wird, bis die wirklich alltagstauglich läuft. Ne? So. Auch wieder die Größenordnung, die ist die Frage. Ne? Aber das ist halt die Schwierigkeit, mit der wir auch umgehen müssen. Und um dann sicherzustellen, dass etwas auch im Beginn schon Open Source bleibt oder Open Source ist, haben wir diese Lizenz eingeführt. Es gibt auch die CERN Open Hardware Lizenz, die ist auch super, weil die ein bisschen auch auf das Patentrecht eingeht und so weiter. Aber prinzipiell gilt, jede Technologie, die ich gut dokumentiert veröffentliche, die ist erstmal Stand der Technik und kann nicht mehr patentiert werden. So, das ist, ist einfach so festgeschrieben. Das heißt, daran können wir, das ist gar kein Problem. Trotzdem bleibt die Frage der Haftung, das bleibt auch die Frage, welches Material liefere ich, also sprich, teile ich auch die CAD-Modelle im Originaldateienformat oder teile ich nur PDF-Anleitungen, mache ich Step-by-Step-Anleitungen oder baue ich das modular auf, sodass ich den Generator von der Windturbine auch woanders einsetzen kann. Also diese Thematik ist noch lange nicht fertig durchdiskutiert und da genau sitzen wir auch dran. Wir sind auch im Gespräch mit dem DIN und so weiter. Also wir versuchen wirklich da hinterher zu sein, um zu gucken, wie können wir Standards schaffen, die es einem ermöglichen, sich irgendwo ran festzuklammern erstmal, dass man sagen kann, okay, wir haben wenigstens einen gemeinsamen Nenner, eine rote Linie, woran wir uns halten können und damit gehen wir weiter. Ja? Und die Debatte wird sicher noch weiter geführt werden. Ich kann diese Frage auch nicht 100% beantworten, ne? Weil die Frage auch, was definiere ich dann als genossenschaftlich organisiert, auch weltweit gesehen, ne? Weil das ist ja ein weltweites Thema. Dann wo ist die Grenze? Ne? Wo fängt es an und wo hört es auf? Also wenn ich mich zum Beispiel organisiere, einfach nur als Gruppe, gelte ich dann da rein oder nicht? Also die Frage ist nicht ganz klar zu klären. Deswegen ist so eine Lizenz natürlich auch brandgefährlich, weil man sich damit im Prinzip auch etwas ausschließen kann, was man eigentlich erreichen möchte. Na, nur das mal so. Also deswegen, das Thema stimmt, ist komplex. Aber eine Copyleft-Lizenz ist auf jeden Fall erstmal eine gute Idee in der Hinsicht. Ich würde dich ganz kurz ein bisschen challengen wollen, was du vorher gesagt hast. Herausfordern. Dieses Denglisch ist schlimm. Sorry. Sorry. Ich kann schon nicht mehr anders. Ja, ich finde es super, was du gesagt hast, dass es natürlich, dass man das kapitalistische Vokabular vermeiden sollte und aufpassen sollte, dass man nicht in dieselben Denkmuster reingerät und dass Veränderung im Kleinen anfängt, stimme ich zu. Es ist natürlich immer die Frage, auch ein bisschen, was für einen Anspruch man hat, ob es einem ausreicht, Dinge für sich selbst zu verändern oder ob man wirklich so dumm und naiv ist wie ich vielleicht, dass man denkt, naja, vielleicht kann man auch ein bisschen was Größeres verändern. Und da kann man jetzt bei dem Beispiel in der Landwirtschaft, kann man jetzt sagen, das funktioniert für eine begrenzte Gruppe, lokal, wunderbar. Und ich denke gar nicht darüber, ich vermeide diesen Begriff, wie ist es genannt, der Wettbewerb, oder dass man mit jemandem konkurriert, das vermeide ich komplett, diese Denkweise. Aber ich glaube nicht, dass es, also ich glaube, man muss sich darüber schon im Klaren machen, dass ein lokaler Bauernhof trotzdem mit Aldi und mit Nestle konkurriert. Das ist einfach so. Also für einen selbst vielleicht nicht, vielleicht ist man selbst, kauft man die entsprechenden Produkte nicht. Aber wenn man die Gesellschaft in größerem Maße verändern möchte, muss man sich dessen schon bewusst sein, was sind denn die Gegner und wie sind die anders und wie kann ich denn was größer, ist das schön, dass ich meine eigene kleine Welt verändern kann, aber wenn ich was Größeres verändern will, dann muss ich die Großen schon als Konkurrent akzeptieren und auch strategisch überlegen, was auch kann ich tun. Auch ob ich die akzeptieren muss, das ist eine andere Frage. Als Konkurrent akzeptieren. Aber ich glaube, wir sind uns da völlig einig. Also ich möchte nicht sagen, dass das nicht existiert, sondern ich möchte sozusagen die Aufmerksamkeit und die Energie darauf lenken, dass es irgendwie total wichtig ist, etwas anderes zu bauen, was in seiner Logik so charmant, das meine ich auch tatsächlich so, muss sich auch gut anfühlen, so klar und auch so visionär ist, dass es sich aus sich selbst herausträgt und sozusagen nicht aus der Opposition zum anderen oder aus der Abgrenzung vom anderen. Und das Einzige, was ich sagen wollte, beim Landwirtschaftsbeispiel ist es wirklich tatsächlich so, wenn ich das Gemüse von der Solawi gegessen habe, gehe ich eben nicht nochmal einkaufen und hole mir noch anderes. Also der Zusammenhang zwischen, wenn ich mich so versorge,
entziehe ich meinen Einkauf dem anderen? Das ist alles, was ich beitragen wollte. Und die restliche Welt? Bitte? Und die restliche Welt? Und der Punkt ist, da die solidarischen Landwirtschaften sozusagen in keinem Konkurrenzverhältnis stehen, können das, also das ist doch das Schöne, dass wir eigentlich sagen, können wir bitte noch mehr haben und noch mehr solidarische Landwirtschaften, weil sie, es dauert noch ewig, bis die sich mal irgendwie in einem Konkurrenzverhältnis befinden sollten. Und ich glaube auch nicht, dass das jemals geschieht, weil es ja nur eine begrenzte Ackerfläche gibt. Also wir können noch sehr viel wieder in die Produktion von Lebensmitteln auf unseren Äckern für unsere Versorgung herstellen. Und damit haben wir eine Auswirkung auf das, was in Nordafrika oder in Spanien produziert wird. Also der Rest der Welt in dieser Logik gewinnt ja sozusagen wieder erstmal an Autonomie auch für die Selbstversorgung. Also ich glaube, für mich liegt der Charme der Commons-Idee gerade in der großen Vision und nicht im Kleinen. Also zu sagen, wir müssen es doch hinkriegen, drei große Stränge der politischen Ideengeschichte zusammenzubinden und nicht gegeneinander auszuspielen. Ja, diese Idee der Freiheit, dieses, dass wir frei sein wollen und selbst entscheiden wollen, selbstbestimmt agieren wollen, die ist genauso wichtig wie diese Idee der Verbundenheit. Wir wollen so frei wie verbunden sein, also des Sozialen, der Fairness, der Gerechtigkeit. Ja, also der liberale Strang und ich sage jetzt mal der sozialistische Strang, und die sind beide genauso wichtig wie die Idee der Nachhaltigkeit, dieses Ökologische. Also zu sagen, frei, fair und lebendig in einem Konzept, das muss so visionär sein und so weit tragen, dass du, jemand wie du sagst, das finde ich cool, da bin ich irgendwie Teil davon, so jemand wie du sagst, finde ich cool, und die Leute auf dem Acker eben auch. Also insofern zu sagen, es geht nur um das Klein-Klein, ich würde sagen, es geht genau um das Gegenteil, nämlich eine Vision zu entwickeln, die uns rausnimmt aus der permanenten Angst, alles könnte den Bach runtergehen, wir könnten als Mittelstand abbauen, wir könnten unsere Jobs verlieren. Ich meine, ich habe schon ewig keinen Job mehr, ich kann überhaupt keine Angst haben, einen Job zu verlieren. Das ist zwar eine große Verantwortung, aber es ist auch tatsächlich eine große Freiheit, weil was man darin lernt, ist, sich selbst zu verändern und tatsächlich auf die Kraft der Community zu vertrauen. Ich muss noch eine Sache sagen, weil hier noch was durcheinander gegangen ist, mit der Sache mit dem Kommerz und mit dem Geld. Ja? Ich sage nicht, es darf kein Geld im Spiel sein. Wenn ich sage, es geht um Crowdinvesting oder um das Produktionsrisiko gemeinsam tragen, dann ist da Geld im Spiel. Da geht Geld über den Tisch. Es geht aber in einer anderen Logik über den Tisch und es geht vor der Produktion über den Tisch. Das bedeutet, ich bin nicht mehr darauf angewiesen, dann ein Produkt zu verkaufen. Also irgendwie zu sagen, das geht, irgendwie muss ich ja, irgendwie müssen wir uns finanzieren, irgendwie müssen wir was zu essen auf den Tisch kriegen, da wird keiner was dagegen sagen. Wir müssen uns also darüber unterhalten, wie wir uns gemeinschaftlich so finanzieren können, sozusagen, dass wir nicht davon abhängig werden, dass irgendein Investor kommt sozusagen und unser Unternehmen am Laufen hält. Und da würde ich auch den Staat in die Pflicht nehmen. Ich würde ganz gerne jetzt das Publikum in die Pflicht nehmen. Und zwar würde ich euch gerne bitten, Sie und euch, für die nächsten 5 Minuten, und ich werde dafür auf die Uhr schauen, sich eurem Nachbarn, Sitznachbarin, Sitznachbarn zuzuwenden und sich zu fragen, was habe ich eigentlich gerade gehört, was ist mir hängen geblieben, was ist wichtig für mich, was würde ich jetzt gerne fragen, was geht mir im Kopf rum? Und ja, ihr seid herzlich eingeladen, das jetzt mit eurer Sitznachbarin zu besprechen. Und danach haben wir dann hier ein Saalmikro und auch noch andere Menschen, die mit dem Mikrofon rumgehen. Und dann können Fragen gestellt werden und wir würden euch tatsächlich einladen, interessante Fragen zu stellen, die ihr gehört habt von eurer Sitznachbarin oder eurem Sitznachbarn. Ich hatte noch ein paar Punkte, aber einfach. Also das ganze Lizenzleben. Okay. Das wollte ich jetzt auch eher anschneiden, aber ich dachte, also ich liebe ja das Lizenzthema, aber das leitet dann immer in so eine Nerd-Diskussion ab.
Man hat auch gemerkt, so wie die Leute reagieren. Ja. Dieser positive Vibe ist irgendwie ausgebracht. Wie dirigierst du uns? Ja, wo ist jetzt? Im Mikro. Okay. Ah, ja, wunderbar. Wir machen das mit jetzt. Ja, das geht schon. Weil dann haben wir ein bisschen Verantwortung. Was? Du sagst uns, bitte. Ja, jetzt eher. Okay. Bist du jetzt eher? Nee, gar nicht. Genau, ich bin super. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht 2 Minuten mehr. Aber ja, okay. Nein. Aber es ist schon okay. Ja, mal gucken. Aber den Punkt, den du angesprochen hast, der ist echt gut. Vielleicht greife ich den nun mal auf. Ja. Was? Das geht nicht. Nein, das geht auch nicht. Also was? Den Punkt, den du angesprochen hast, dass man sozusagen diese Chance auch für sich erkennt, diesen Freiraum, die da sind, zu nutzen und die sozusagen als Qualität für jemanden verfügbar macht, das muss man auch, glaube ich, mal erlebt haben. Also nicht jeder Mensch hat die Chance gehabt, zum Beispiel, also ich bin bei Open Source Ecology durch Zufall gelandet. Also es gab halt das Thema in einem Seminar, wissenschaftliches Arbeiten irgendwie. Ich habe halt eine Seminararbeit dazu gemacht und habe da das ganze Feld für mich erschlossen. Wow, was man alles machen kann, ja. Und wie die Wirtschaft irgendwie tickt und was man selber irgendwie auch bewegen kann. Und bin aus dieser Vision heraus, wo man eigentlich hinkommen könnte, irgendwie da reingerutscht. Ich wollte eigentlich nur die Windturbine mitdesignen. Das war mein Plan, aber irgendwie bin ich dann im ganzen Orga-Kram gelandet und genau. Habe natürlich auch eine ganze Menge dazugelernt, also von Schweißen bis Organisieren und Planen und sonstigen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich glaube ich jedem wünschen würde, also diese Chance zu erhalten, einmal in diesem partizipativen Teil irgendwie mitzuwirken und zu merken, man ist nicht alleine, man kann wirklich gemeinschaftlich unglaubliche Sicherheitsquote auch schaffen. Den Energieeinstellungen, den Bildschirmeinstellungen. Achso, das kann ich auch ausschalten. Ja, das kannst du auch ausschalten eigentlich. Also für die Kamera ist es vielleicht ein bisschen blöd. Ja, weil es die ganze Zeit das Licht, ja. Kannst du mal ganz gut. Ich weiß ja, wie es geht. Nehmen kann, ne? Also jemand zu sagen. Ach cool, du hast sogar Ubuntu, noch besser. Versuche ich drin. Okay, dann mach mal. Gerade in dem Bereich neu zu zeigen, also ich denke eher, dass wir im IT-Bereich sozusagen verlieren auf der ganzen Linie. Momentan, ja. Ja, vielleicht sollten wir das auch mal sagen. Dass es deswegen, glaube ich, auch so gut ist, dass wir hier so eine Community zu haben, wo nochmal ganz anders bewusst ist. Nee, das ist ein guter Punkt. Das sollte mit Janis sagen. Ich möchte das mal sagen. Also wir sind, das machen wir dann hier was. Wenn du das zu häufig machst, kriegst den Übersetzer in die Ohren. Ich komme dann gleich runter und mach mal den Top. Liebe Bora. Alles gut bei dir? Also die ganze Welt. Okay. Ja, aber ich denke, es haben sich genug gemeldet, oder? Genau, normalerweise kannst du einfach über das Fenster erweitern. Anti-FB-Kampagne ist ja schon eine dezentrale Arbeit.
Welche Version hast du von? 1, was immer das jetzt ist. Von Aja. Wahrscheinlich das. Ich glaube nicht. Also 16 Jahre. Ja, die Erweiterung von welchen? Mit allen, die man hat. Das ist hier, das ist ein Thema. Ja. Ah, die haben diesen Adapter da irgendwie. Noch eins, aber ich glaube, die wollen das nicht. Nah ran. Ja, herzlichen Dank fürs engagierte Murmeln. Ich würde euch bitten, langsam hier eure Aufmerksamkeit wieder nach vorne zu richten. Herzlichen Dank. Jetzt haben wir noch ungefähr eine halbe Stunde. Das heißt, wir haben verschiedentlich noch Gelegenheit, Fragen zu stellen an die Menschen hier oben auf dem Podium. Ich würde euch bitten, gerne eine Frage zu stellen, die ihr jetzt gehört habt von eurer Sitznachbarin, eurem Sitznachbar, die euch bewegt habt, wo ihr denkt, diese Frage müsste unbedingt mal gestellt werden. Es gibt hier Menschen, die mit Mikrofon rumgehen. Ich würde immer so 3 bis 4 Fragen sammeln und dann hier oben nochmal ans Podium gehen. Ich möchte euch bitten, euch kurz zu fassen, und ich würde mich auch freuen, wenn abwechselnd Männer und Frauen hier zu Wort kommen würden. Genau, hier ist eine Meldung seit längerer Zeit. Fangen wir hier vorne an. Ich kann das nicht sehen, sorry. Ja, hallo. Hier ist Andreas Salam vom GreenNet Project und ich habe eine Frage gerade von den Menschen hinter mir gehört. Wie war dein Name? Benjamin. Der fragte, wie ist denn das? Braucht es denn überhaupt noch Geld? So, die Frage gebe ich mal weiter. Könnte man das denn nicht auch geldfrei lösen oder mit anderen Geldersatzmöglichkeiten, virtuelle Währung etc.? So, den gebe ich noch bei, Silke, du weißt es ja, was der Hintergrund ist, dass wir in vielerlei Hinsichten gerade solidarisches Prinzip machen, auch im IT-Bereich, und da mein Erfahrungsschatz dahin geht, dass es ein unglaubliches Vertrauen schafft zwischen den Menschen, und das ist echt wirklich berührend und das funktioniert auch im IT-Bereich. Danke. Gibt es noch Frauen oder weiblich gelesene Personen, die Lust haben, was zu sagen? Gleich daneben, wunderbar. Hallo, Lisa Konrad vom Center for Digital Cultures an der Leuphana-Uni in Lüneburg. Ich habe hier mit meinem Nachbarn gequatscht, wir hatten verschiedene Fragen, aber eine am Ende dachten wir jetzt, finden wir gut, haben wir Lust zu stellen. Und zwar einfach die Frage an alle drei nach Standards, existierenden Standards, in die man sich irgendwie einschalten muss, neu entwickelten Standards, Standardisierungsprozesse und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei allen, dass es irgendwie ein interessanter Querschnitt vielleicht ist. Danke. Danke. Dann hier vorne.
Bei uns gab es eine spannende Diskussion, die im Moment der Schließung des Gespräches subsumierte auf, wie kann das Produktionsrisiko auch a posteriori abgefedert werden. Kannst du a posteriori noch mal kurz anders formulieren? Nach dem Fall, also nachdem es passiert ist, weil wir vorher gesagt hatten, es wird gemeinsam ein Budget aufgebaut, was im Vorhinein Stabilität und Sicherung von Grundbedürfnissen ermöglicht. Und manchmal findet man halt auch erst später raus, dass es schief läuft. Danke. Eine Frage würde ich noch nehmen. Hier vorne. Von meiner Nachbarin kam die Frage, wie weit Genossenschaften da eine Rolle spielen. Und ich würde es mal ein bisschen anders wenden, weil ja auch von dir, Frank, kam, dass du dich sehr dafür ausgesprochen hast, dass man damit Geld machen kann. Du hast am Anfang gesagt, Nextcloud, 1800 Menschen haben über Crowdsourcing dazu beigetragen. Ich kann mir vorstellen, das Produkt, das du dann mit nachher irgendwie verkaufen willst, können sich viele von diesen 1800 Menschen dann nicht leisten. Wie passt das für dich zusammen? Ja, herausfordernde Fragen. Vielen Dank. Wir machen nachher eine weitere Fragenrunde. Also wenn ihr jetzt nicht drankommt, merkt euch die Frage. Du scharrst schon mit dem... Ja, da muss ich natürlich was drauf sagen. ich habe vielleicht ein bisschen weniger Zeit gehabt, das zu erklären, als ich es normalerweise tue. Also das Erste ist, jeder kann sich das Produkt leisten, weil Nextcloud ist Open Source und komplett kostenlos für alle. Also wir haben Millionen von Usern auf der ganzen Welt, die nichts dafür zahlen und die wir nicht mehr kennen. Also von daher kann es sich jeder quasi leisten. Und es ist natürlich auch notwendig, dass man es sich leisten kann. Wenn man es sich nicht leisten kann, macht man auch nicht mit. Man muss ja auch Teil davon sein, damit es auch Spaß macht. Und dann das Geld verdienen. Also ich glaube, bei Nextcloud, wir sind jetzt kein profitorientiertes Unternehmen, dass es darum geht, das Geld zu erwirtschaften, sondern es geht eher darum, Leute dafür bezahlen zu können, das zu tun. Ich habe davor, das hatte ich jetzt keine Zeit, schon viele, viele Jahre in anderen Free Software und Open Source Projekten mitgearbeitet, die 100% Volunteer getrieben waren, wo es quasi überhaupt niemand gab, der es Vollzeit macht. Da habe ich eben gemerkt, dass das Prinzip an seine Grenzen kommt. Also bestimmte Dinge erfordern, dass sich jemand mehr wie nur am Wochenende um irgendwas kümmert, dass man einfach auch Vollzeit an irgendwas arbeiten kann. Und das wiederum erfordert, dass man ihn irgendwie bezahlen kann, dass er halt seine Miete zahlen kann und sich so zum Essen kaufen kann. Und das wiederum erfordert, dass er ein Gehalt bekommen muss und dass das Geld von irgendwoher kommen muss. Aber braucht es überhaupt noch Geld, war ja auch eine Frage. Ja, das war die zweite Frage. Ja, da weiß ich nicht, ob ich da jetzt qualifiziert zu bin. Ich meine, meine Meinung als Laie hier ist, dass ich natürlich frage, wie dann die Welt funktioniert ohne Geld. Dann würde man ja nur noch tauschen wahrscheinlich. Das wäre dann sozusagen ausschließlich ein Modell, Dinge zu tauschen. Aber ich bin da wahrscheinlich der Falsche auf dem Panel. Vielleicht gebe ich da mal an die Experten weiter. Ich glaube, du hast die perfekte Steilvorlage. Ja, wunderbar. Ich höre auch schon das schwere Atmen. Ja, nein, also ich bin da bestimmt keine Expertin, aber ich habe ein paar Ideen, die ich gerne teilen möchte zu diesem Thema. Also ich fange mal bei dieser Frage an, braucht es überhaupt noch Geld? Wenn ich Geld an der Stelle als ein Mittel definiere für etwas, was wir tun, nämlich irgendetwas austauschen, dann wäre mein erster Gedanke zu sagen, können wir mal nicht über das Mittel reden, sondern über das, was wir da tun. Und was ist das eigentlich, was wir da tun? Wir gehen in eine Beziehung zueinander, die Ökonomen oder die Anthropologinnen mit dem Begriff Reziprozität beschreiben. Also, und dann gibt es ganz unterschiedliche Formen von Reziprozität, direkte Reziprozität, indirekte Reziprozität und alles sowas. Und diese Geldaustauschlogik beruht jetzt auf dieser Idee des Äquivalententauschprinzips, also auf dieser Grundidee, das, was ich gebe und das, was ich kriege von dir, muss irgendwie etwa gleich viel wert sein. Das ist zwar in der richtigen Welt auch nicht wirklich so, weil man uns dann vorgaukelt, dass der Wert der Ware und der Wert des Geldes etwa äquivalent ist, und das ist auch weitgehend fragwürdig, aber das ist zumindest die Grundidee, Äquivalententausch. Ja?
Was ich gebe, muss so viel wert sein, wie was ich nehme. Und dann gibt es aber auch ganz andere Austauschformen, wo man sagt, ich muss irgendwie nur das Gefühl haben, dass es okay ist. So ein bisschen die Hans im Glück-Geschichte, dem ging es nicht schlecht. Das war okay. Und ich würde nun die Position vertreten, es ist schwierig, eine Welt ohne den Reziprozitätsgedanken zu denken. Es ist schwierig, eine Welt zu denken, in der sich Menschen permanent über den Tisch gezogen fühlen. Und das sagen, glaube ich, nicht nur die Ökonominnen, sondern das sagt tatsächlich auch die Commons-Forschung. Und wir brauchen sowas wie behutsame Reziprozität. Wie dieses Gefühl, sozusagen mal was in den Topf zu legen, weil ich es gerade habe, aber in dem Wissen, dass wenn ich was brauche, in dem Topf genug drin ist, weil die anderen auch was beitragen. Also so eine Art sozusagen behutsamen Austausch, in dem sich keiner über den Tisch gezogen fühlt und auch keiner permanent nur geben muss, aber auch keiner permanent nur nehmen kann. Und das, finde ich, knüpft sehr gut an diese Lizenzfrage an, die wir vorhin gestreift haben. Ja? Also sich mal bewusst zu machen, dass diese Openness-Philosophie quasi immer so tut, als sei alles für alle offen zu jedwedem Zweck. Ich halte das nicht für klug, weil das, was wir öffnen können, muss halt auch erst beigetragen und hergestellt werden. Also können wir aus diesem Prinzip, alles zu öffnen und alles zu teilen, ein Prinzip machen, in dem es heißt, beitragen und teilen, beitragen und weitergeben. Und auf die Frage, wie wir beitragen, wie wir die Kohle zusammenlegen, sozusagen genauso viel Energie verschwenden, wie auf die Frage, wie wir dann unser Wissen öffnen. Und damit bin ich bei der Frage von hier vorn. Was ist denn, wenn wir das verpassen, wenn wir zu spät drauf kommen, dass wir das Produktionsrisiko teilen müssen oder wenn tatsächlich was schiefgegangen ist oder so? Es bringt mich ein bisschen zu dem Gedanken der Verbünde. Wir nennen das Commons-Verbünde, wir nennen alles irgendwie Commons, aber also so können wir sozusagen jenseits der Absicherung in gemeinschaftlichen Strukturen sozusagen, wo jeder jeden kennt, was immer als so ein bisschen klein-klein, ne, so niedergemacht wird, können wir jenseits dieser Strukturen über Verbünde nachdenken, in denen sowas solidarisch aufgefangen wird. Also ich sag mal so, die Idee einer Krankenversicherung, wie wir sie kennen, noch kennen, ist davon nicht so weit entfernt. Ne? Das Umlageprinzip ist davon nicht weit entfernt. Oder wer hier im Saal kennt das Mietshäuser-Syndikat? Mal den Arm hoch. Das ist eine ganze Menge. Die machen ja sowas. Die sagen, dass in der Vorfinanzierung in der Regel, ne? Aber die sagen, dass sozusagen nicht jedes kleine Projekt seine eigenen Kosten stemmen können muss, weil das gibt Prozesse, in denen das einfach gar nicht geht. Also dieses Prinzip sozusagen ist auch nachträglich anwendbar, wenn wir es schaffen, dafür die geeigneten Strukturen zu finden. Und das mit den Standards, das gebe ich mal weiter. Ja. Tatsächlich kann ich da ganz konkret etwas zu sagen, woran wir da arbeiten, aber vielleicht greife ich noch mal ganz kurz die Fragen auf, weil die einleitend ganz gut sind. Also die Frage des Geldes zum Beispiel war ja so ein bisschen differenziert gestellt, also ob es nicht auch Alternativen gäbe. Also die Frage der Kryptowährung zum Beispiel muss ja nicht immer Bitcoin heißen, die Antwort, ne? Sondern es gibt ja auch den Proof of Cooperation von der Faircoop zum Beispiel oder dem Faircoin-Projekt, den ich spannend finde, den wir überlegt haben zu übertragen auf einen OpenEcoin, den wir nutzen würden, um Maschinen zum Beispiel zu beschaffen. Aber das sind sozusagen Ansätze, die ich spannend finde. Also auch die Frage der Genossenschaften, da würde ich auch direkt anknüpfen. Auch dazu haben wir ganz konkrete Gespräche schon bei uns geführt und auch schon Ideen entwickelt, weil es auch gilt, die Akteure, Open Source Ecology ist ja mittlerweile nicht mehr alleine, ne, in der Open Hardware Szene, dass wir die Akteure zusammenbringen können und auch da in diesen Kreisen, also sprich innerhalb der Genossenschaft, kann man andere Modelle des Austauschs denken. Von daher, da gibt es ganz konkrete Ansätze, das würde jetzt aber ein bisschen in den Rahmen springen, wenn ich das jetzt ausführe. Die Standards wäre tatsächlich ein Thema, wo wir ganz konkret dran arbeiten. Ich hatte es kurz erwähnt, wir haben jetzt schon Gespräche geführt mit dem DIN, also dem Deutschen Normungsinstitut, ne, um halt eine DIN-Spec zu entwickeln. Wir sind da noch im Gespräch, also es ist noch kein Groschen gefallen sozusagen, dass wir sagen können, okay, wir werden da unterstützt, aber genau dahin soll es gehen. Ne? Die Frage, wie können wir gemeinsam den kleinsten Nenner definieren, auf den wir uns einigen können, um eine Zertifizierbarkeit irgendwie zu gewährleisten oder auch eine Art von, okay, das Projekt ist wirklich Open Source. Ne? Also das klassische Beispiel, was ich immer nenne, ist
Tesla, ne? Tesla hat seine Patente quasi freigegeben und dann war die Rede von Open Source. Aber wenn man danach recherchiert, wie denn das aufgebaut ist, die Dateien und so weiter, findet man dann erstmal nichts. Und das ist eigentlich nicht per Definition Open Source Hardware, ne? So, und wie wir das definieren, wie wir das umsetzen und so weiter oder wie wir das verbessern können, auch vielleicht Unternehmen helfen können, diesen Prozess zu machen oder durchzumachen oder diesen Weg zu nehmen, da sind wir halt in Gesprächen und genau da haben wir insgesamt 18 Institutionen mittlerweile. Es melden sich schon mehr an, die weltweit sozusagen sich daran beteiligen und das ist ganz, ganz konkret. Wer da also Lust hat, irgendwie mitzumischen, gerne zu mir kommen oder zu uns kommen. Wir sind im dritten Stock im Lichthof beim, ja, kann man ein bisschen Sport machen. Der Tisch Nummer 7. Da, der Stand Nummer 7, da könnt ihr gerne dann noch ein paar Fragen dazu stellen. Ja. Das Gleiche gilt auch für das Genossenschaftsmodell und so weiter. Also wir haben da eine ganze Menge sozusagen schon durchdacht, aber wir wollen das gerne in die Praxis überführen. Das Standardisierungsprojekt oder das Normungsprojekt ist das Konkreteste, wo wir jetzt schon direkt dran arbeiten. Unsere Projektskizze umfasst 70 Seiten. Also das ist ungefähr der Punkt. So, okay, ja, das war es eigentlich auch schon, genau. Den anderen Punkt lasse ich nochmal offen. Genau, wie man das sichern kann, das wurde ja schon beantwortet. Ja, ich glaube, wir haben zu allen Fragen etwas gesagt. Zu den Genossenschaften haben wir nichts gehört. Ein bisschen was. Ich würde gerne nochmal neue Fragen nehmen. Es gab diverse Menschen. Hier war, glaube ich, auch noch eine Frage gewesen, die hat sich vielleicht mittlerweile... Nee, die ist noch da. Dann die Dame im roten Pullover zuerst, genau. Ja, und dann 1, 2, 3. Ja. Hallo, von meinem Nachbarn kam die Frage, wie man denn die Zusammenarbeit von Commons-Projekten untereinander stärken kann. Danke. My neighbor was asking, and I was as well, what next? What's the next step for open source? But let me add to that, part of my question there is, that often open source, as much as I love it, feels like one hand clapping. That the other part of it is to still fight the capitalism that's trying to squash open source. And if we don't do the two things together, we can't possibly win. Silke used the example of agriculture, and she mentioned seeds. And that's a perfect example because seeds are, in the world, 80% open source. But they're still losing ground because what we have is an industry which is using regulation to prevent seeds from being exchanged by farmers and using intellectual property rights to prevent the open source seeds from being shared and is using new technologies to actually contaminate the open source seeds and to prevent them from being used safely in the marketplace. So unless there is a fight against the bad guys, the good guys can't win. So that's my one hand clapping concern. We need to have both sides. If you could comment on that. Thank you. Hallo. Wir haben uns gefragt, wie sich Nextcloud dann eigentlich dann finanziert, wenn es eben eigentlich alles Open Source ist, woher sie dann ihre Gelder nehmen für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Gutes Beispiel. Ja, mein Nachbar ist schon weg, aber ich stelle die Frage mal trotzdem. Und zwar haben wir uns gefragt, wir haben jetzt ja sehr viel über Commons geredet und die Idee ist für mich relativ neu. Allerdings war der Titel der Veranstaltung ja Digitalisierung und Degrowth. Und für mich wäre so ein bisschen die Frage, bei all den Commons-Ansätzen und auch bei der Idee, wie lässt sich das verknüpfen und wie ist die Idee vor allen Dingen auf die gesamte Wirtschaft anwendbar? Danke. Möchte jemand beginnen von euch? Ich kann mal beginnen bezüglich der konkreten Frage zu Nextcloud. Nextcloud ist, wie schon gesagt, Open Source Free Software. Es kann kostenlos benutzt werden, wird auch benutzt von Millionen Leute auf der ganzen Welt. Die meisten sind kleine Instanzen der Familie oder mittelgroße. Und dann gibt es halt noch so die 1%, das sind dann die sehr großen Installationen. Da gehört zum Beispiel die Deutsche Bundesverwaltung verwendet Nextcloud für 350.000 Benutzer, die ARD verwendet Nextcloud,
Siemens verwendet Nextcloud, und wenn es in solchen Kontexten verwendet wird, dann möchten die Unternehmen in der Regel Support- und Serviceverträge, und das verkaufen wir und das bieten wir an. Also wenn man einfach die Software von unserer Webseite runterlädt und benutzen will, kann man das tun. Wenn man ein bisschen mehr möchte, dass noch jemand mal Support gibt oder mal einen Workshop veranstaltet oder solche Dinge, das sind dann Supportverträge, und so verdienen wir unser Geld. Also monetarisieren wir eigentlich so die 1% der, die oberen 1% der Pyramide. Und der Rest überhaupt nicht. Ich kann noch was sagen zum Zusammenarbeiten von verschiedenen Commons-Projekten. Das ist natürlich auch ein Thema, da kann man jetzt auch Stunden drüber reden, aber einen interessanten Aspekt möchte ich vielleicht noch rausgreifen, weil der auch hier gerade erwähnt wurde, und das ist eine gewisse Kompatibilität, Zusammenarbeit von Lizenzen muss notwendig, muss möglich sein. Also du hast es ja gerade schon gesagt, Commons bedeutet nicht, dass jeder mit allem alles jederzeit tun kann. Ne? Man kann das auch steuern und einschränken. Also es gibt bei den Creative Commons gibt es ja da verschiedene Möglichkeiten, dass man sagt, es kommerziell verwendet werden können oder nicht, oder es muss der Autor muss genannt werden oder nicht. Bei Open Source Software Lizenzen kann man sich auch Dinge ausdenken, dass man sagt, naja, es soll von jedem verwendet werden können, aber vielleicht nicht vom Militär. Oder man soll sonstige Einschränkungen. Und da gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum, und das verhindert oft die Zusammenarbeit, weil einfach die unterschiedlichen Projekte verschiedene Lizenzen und verschiedene Ideale haben, was konkret dann möglich sein soll und was nicht möglich sein soll. Ja, vielleicht auf die Frage noch, wie das jetzt im Kontext zu Degrowth zum Beispiel steht. Also wir können davon ein Riesenlied singen, weil wir haben als Open Source Ecology eben nicht nur das Ziel, einfach Technologie offen zu entwickeln, sondern unser Ziel ist eben enkeltauglich und sozialverträglich diese Technologien zu entwickeln. Und dabei stellt sich natürlich sofort die Frage nach den Grenzen des Wachstums und nach der Frage, wie wir gesellschaftlich aufgestellt sind. Also eine Art von Demokratisierung der Technologieentwicklung beschleunigt natürlich oder befürwortet sozusagen erstmal auch, okay, also erstmal kümmern wir uns darum, wer möchte da mitbestimmen, wer möchte überhaupt entscheiden, was wichtig ist. Und da spiegelt man natürlich dann auch ein bisschen den Wunsch wider, dass vielleicht nicht alle wollen, dass ihr Drucker nach so und so viel Drucken halt irgendwie den Geist aufgibt, sondern dass man erstmal den Drucker weiter benutzen möchte, eine gewisse Langlebigkeit. Und das ist schon eine sehr große Frage an den Endkonsumenten natürlich irgendwo auch. Am Ende stellt das natürlich die Industrie vor die Herausforderung. Das heißt, wir müssen diese Brücke schlagen. Und ich glaube, ohne das Internet wären wir gar nicht in der Lage, überhaupt diese Art von Open Source zu machen, wie wir sie jetzt eben abhandeln. Und wo wir auch erst noch ganz am Anfang bei der Hardware-Seite sind. Ne? Und ich glaube, da geht es an letzter Stelle dann auch immer auch um einen Wertewandel. Also der wird nicht alle, also dieser Wertewandel, den braucht es, den versuchen wir auch vorzuleben. Wir bauen sogenannte Open Ecolabs auf. Wer da also Standorte kennt, die dafür geeignet werden, die nach dem Prinzip Offenheit und auch Nachhaltigkeit und als Beispielorte dienen, kann sich da gerne an uns wenden. Wir haben eine Map gegründet, openecolab.de kann man sich ja anschauen. Und das ist zum Beispiel ein Versuch von unserer Seite zu sagen, okay, wir wollen mal die Orte finden, die sich nach diesem Prinzip orientieren und dort Beispielorte schaffen, um das vorzuleben. Und ich glaube, darum geht es. Wir müssen ganz viel vorleben, und das kann man natürlich am besten, indem man diese Erfolge teilt, ja, und das offen macht. Und das ist so ein bisschen der Versuch, diese Digitalisierung zu nutzen, um Degrowth zu bewirken. Ja, ja, Silke, du hast jetzt nochmal die Chance auf die beiden Fragen. Ne? Die eine Frage, wie ist das, wenn wir immer nur mit der einen Hand Commons machen und mit der anderen Hand aber den Kapitalismus zurückdrängen? Und vielleicht hast du auch nochmal Lust, auf dieses größere Bild einzugehen. Ne? Wie kann das zur Degrowth-Bewegung und auch vielleicht zur Rolle des Staates in Beziehung gestellt werden? Also ich fange mal bei der Frage von Pat Mooney an. Weil wir sie gerade hier am Panel auch diskutiert haben. Wir haben sie für den IT-Bereich diskutiert. Also einfach kurz zu sagen, ich weiß nicht, ob uns allen klar ist, dass wir an dieser Stelle gerade dabei sind, krachend zu verlieren. Also diese wahnsinnig schnelle Konzentration von
Kontrolle über Daten, von Versorgung mit Software nach immer demselben Strickmuster, egal ob das sozusagen die Versorgung von Einzelpersonen ist oder von Institutionen, die uns in eine, und das ist vielleicht das Schlimmste daran, in eine Abhängigkeit und damit in eine Gewohnheit treibt. Und Gewohnheiten sind unglaublich starke Institutionen, die sich schwer wieder rückgängig machen lassen. Das halte ich wirklich für fatal. Also wenn immer irgendwie ein Softwarekonzern mit proprietärer Software kommt und sagt, also wir schenken das jetzt mal, was weiß ich, irgendeinem afrikanischen Bildungsministerium, damit die ihre Schule, ihre Schulen damit ausstatten können, dann ist das tatsächlich das trojanische Pferd schlechthin. Und ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass wir diesen Kampf verlieren, weil der Kampf um freie Software im Gegensatz zu Open Source, der eigentlich eine politische Auseinandersetzung ist, vielleicht nicht mit hinreichender Schärfe geführt worden ist. Jedenfalls hat sich sozusagen der Gedanke, der freie Software im Sinne von unsere Freiheit verteidigen und entsprechend freie Softwarestrukturen aufzubauen, nicht hinreichend durchgesetzt. Also da bin ich wirklich dankbar, wenn von dieser Konferenz ein Impuls ausgeht, wo wir das, was Nextcloud macht, was ihr macht und so weiter, sozusagen wieder als politisch im Sinne von Souveränität zurückgewinnen, Selbstbestimmung zurückgewinnen, stark machen können, und wenn das auch politischen Entscheidungsträgern klar ist. Und das gilt für alle anderen Themen ganz genauso. Also ich kann nur für mich persönlich sagen, dass die Commons-Arbeit sowas ist wie ein Antidepressivum. Ja? Also ich brauche neben diesen ganzen Abwehrkämpfen und Abwehrschlachten, die Organisationen wie etc. führen, brauche ich auch irgendetwas, wo ich hingucken kann, wo ich mitbauen kann und wo ich Leute dazu einladen kann, mitzubauen. Und tatsächlich ist es so, wir brauchen diese beiden Hände, und es ist super, sozusagen, wenn auf dieser Konferenz sich nicht nur sozusagen die Techies und die Ökos zusammenfinden, sondern auch die, die Widerstand leisten, ganz aktiv in den Widerstand gehen, und die wir nämlich alle unterstützen müssen mit unserer freien Software. Letzter Punkt, die Sache mit Degrowth. Vielen Dank für die Erinnerung an den Titel dieses Panels. Manchmal ist es ja so, man redet und denkt, es irgendwie sei alles schon ganz klar. Ja, also für mich zum Beispiel ist irgendwie ganz klar, wenn wir jetzt irgendwie Wissen poolen und weitergeben und das dann im Internet zur Verfügung stellen, und dann können die auf der anderen Seite der Welt das runterladen, ihre Baupläne, und können da vor Ort ihren Traktor zusammenbauen. Das heißt nichts anderes als, der Traktor muss nicht hier gebaut werden und dann auf die andere Seite der Welt geschifft werden. Verschifft werden. Es gibt diesen Begriff dafür, kosmolokale Produktion. Also diese Idee, so zu produzieren und sich dabei von externer Finanzierung möglichst unabhängig zu machen, bedeutet, dass wir gleich zwei Wachstumstreiber loswerden. Der erste ist die Suche nach Kapital, drei sogar. Der erste ist die Suche nach Kapital als Wachstumstreiber. Die werden wir da los, weil wir in einem Crowdfunding sozusagen viel Scheibchen für Scheibchen für Scheibchen, Stück für Stück, zwar schwieriger, aber unabhängiger vorangehen können. Der zweite ist der Wachstumstreiber, wir müssen verkaufen, wir müssen verkaufen, wir müssen verkaufen, wir müssen Werbung machen, Werbung machen, Werbung machen. Und der dritte ist der Wachstumstreiber, Transportkosten, Energiekosten sozusagen, sondern wir sorgen ja mit dieser Art der Produktion dafür, dass wieder lokal produziert werden kann. Also es gibt dieses Motto in der Peer-to-Peer-Szene zu sagen, teile alles, was leicht ist, also ein Bit ist leicht, ja, und produziere lokal, teile global alles, was leicht ist, und produziere lokal alles, was schwer ist. Es gibt keinen Grund, das um die ganze Welt zu transportieren. Ich würde es ganz kurz nur unterstreichen wollen, was du gesagt hast. Wir sind hier in einer keinen guten oder stabilen Situation in der IT bzw. in Cloud Computing, künstliche Intelligenz, die ganzen Themen, die dazugehören. Wir sind dabei, du hast es gerade gesagt, den Kampf zu verlieren. Das ist so. Wenn man es übertragen würde auf unser Beispiel von die ganze Zeit von der Landwirtschaft, dann sind wir in einer Situation, in vielleicht jetzt schon oder spätestens in wenigen Jahren, dass alle Kartoffeln der Welt eigentlich von 5 Bauern nur noch hergestellt werden, die zufälligerweise auch irgendwo an der Ostküste in den USA angesiedelt sind. Also eine extreme Zentralisierung, und das ist nicht gut, wenn man sich das vorstellen würde, bei Lebensmitteln und anderen Bereichen kommt sich, das ist einfach nicht gesund. Und das ist schwierig, und da sind wir alle gefragt,
zu versuchen, das rumzureißen und hier was zu verändern. Und es läuft nicht in keine gute Richtung. Ja, also die Herausforderung ist auf jeden Fall klar. Meine Aktivitäten bei Open Source Ecology waren eigentlich ein Unfall. Also ich habe eigentlich nur eine Seminararbeit schreiben wollen. Und das Thema war so spannend und ich habe eine Welt entdeckt, die war für mich komplett neu. Das war 2013 und ich kann heute sagen, man kann unglaublich viel bewegen und es macht wahnsinnig Spaß, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Also ich kann wirklich nur dazu ermutigen, da mitzumischen in irgendeiner Form, weil man steht dann echt nicht mehr alleine da, sondern man hat halt unglaublich viele Netzwerke und Kontakte, über die man sich auch absichern kann. Und das, glaube ich, stärkt auch so ein bisschen, oder das ist die große Stärke von Open Source und das, was wir dazu, die ganze Frage der Commons gehört mit dazu. Also das, was uns als Community verbindet, als Gemeinschaft, als Gesellschaft, das steckt so ein bisschen dahinter. Und deswegen kann ich nur raten, sozusagen, sprecht mit eurem Umfeld, redet über diese Themen, versucht die Leute mit einzubringen, beide Seiten, ne? Also auch mit der Industrie zum Beispiel, das ist ja unser Versuch mit der Normung, dass wir also anfangen, miteinander etwas Neues zu gestalten und die Möglichkeiten aufzeigen und nicht nur mit dem Zeigefinger oder die Probleme die ganze Zeit aufzeigen, sondern wirklich an die Lösungen, an den Lösungen gemeinsam arbeiten. Ja, das kann ich nur so mitgeben und ich freue mich, wenn man den einen oder anderen oder die eine oder andere wieder sieht. Ja, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank den TeilnehmerInnen hier oben auf dem Podium. Ich glaube, wir haben sehr viele interessante Fragen gestreift und vermutlich haben wir, wie immer, wenn es gut läuft, noch mehr Fragen aufgemacht. Wir könnten also jetzt direkt Teil 2, Degrowth und Digitalisierung, anschließen. Wie können wir eigentlich ausgehend von diesen ganzen Freiraumpraktiken, von denen hier viel die Rede war auf dem Podium, wie können wir das stärker verzahnen, vielleicht mit einer Veränderung von bestehenden Institutionen? Wie können wir dahingehend weiterdenken über eine, was du ja auch angesprochen hast, gesamtgesellschaftliche Veränderung? Dafür wird aber, glaube ich, auch noch viel Platz sein hier auf der weiteren Konferenz. Rolf Buschmann, unser Stage-Host, wird dazu noch kurz was sagen. Und ansonsten, jetzt mache ich auch noch einen winzigen Eigenwerbungsblock, könnt ihr auch beim Konzeptwerk Neue Ökonomie, bei dem ich arbeite, mehr zu diesen Themen erfahren. Herzlichen Dank. Okay, einen großen Applaus für unser Podium. Vielen Dank. Wen das Thema alternatives Wirtschaften noch weiter interessiert, der kann nach einer halbstündigen Pause, die jetzt anschließt, ab 15 Uhr das gerne tun. In Emacs gibt es was zur Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen der digitalen Wirtschaft oder in einem Workshop in Birke geht es um Corporate Digital Responsibility. In Ada hier werdet ihr euch mit Reclaim Smart City beschäftigen können, wenn euch das interessiert. Ansonsten wünsche ich eine schöne Pause und viel Spaß weiterhin auf unserer Bits und Bäume Konferenz. Tschüss.